Gegen sie war erwartungsgemäß kein Kraut gewachsen. Marie-Laurence Jungfleisch, auch heute eine Klasse für sich. Ein herrlicher Sprung. Sie steigert ihre Jahresbestleistung unterm Hallendach auf 1,95 Meter. Das ist schon der vierte Hallentitel für die Stuttgarterin, die im vergangenen Jahr in Peking Weltmeisterschaftssechste wurde. Also Marie-Laurence Jungfleisch, also du bist Sechsten heute. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Also ich habe Bestleistung gesprungen, 1,99 Meter. Und ich bin sehr glücklich und auch meinen Trainer glücklich gemacht und Familie. Und es ist gut. Und die Publikum hier hat dir geholfen oder nicht? Also, weil es ist sehr wichtig in Hochspringen. Haben sie dich geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also die haben sehr toll mitgeklatscht. Es war eine tolle Atmosphäre, hat sehr viel Spaß gemacht, das Springen. Und ich hoffe, dass es nächstes Mal wieder so sein wird. Wie denkst du, dass du verbessern kannst? Konstanter springen, so Kleinigkeiten, so kleine Fehler sind natürlich immer gekommen. Und es muss immer besser werden und auch daran geschliffen werden. Und jetzt, wie wirst du für Rio bereiten? Ich denke schon. Also ich bin bereit auf jeden Fall. Und die Norm werde ich hoffentlich auch hinbekommen. Und dann nächstes Jahr. Willst du etwas sagen für die Kamera? Für eine Person oder? Also, ich grüße meine Familie auf jeden Fall und meine Freunde, meine Trainingsgruppe besonders auch. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Danke sehr. Super.